herzlich willkommen zu den ersten Tolino Story Days, dem virtuellen Fest für Geschichten. Ich bin Annabelle Stehl, ich darf euch heute und morgen durch dieses Festival begleiten. Wir haben jetzt gemeinsam 24 Stunden mit ganz tollen Events. Wir haben Lesungen, wir haben ganz tolle Autoren und Autorinnen da, wir haben DIY-Workshops, alles Mögliche. Und wir wollen heute Geschichten feiern. Das heißt, wir feiern zum einen die Geschichten, die wir lieben, die Geschichten, die uns bewegen und zu Emotionen rühren. Wir feiern die Autoren, die dahinter stecken und uns diese Geschichten erzählen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir, mich begeistert am Lesen, dass ich unterhalten werde und einfach abschalten kann. Mich begeistert genauso sehr, dass alles Mögliche sich verändert, wenn ich lese. Ich lerne viel. Es passiert aber auch teilweise, dass mein Leben sich so ein bisschen verändert. Und alle, die mich kennen, werden jetzt wahrscheinlich lachen, wenn ich die Geschichte erzähle, denn ein Buch, das mein Leben verändert hat, ist Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Das ist ein High-Fantasy-Roman aus Amerika. Und vielleicht habt ihr auch so eine Geschichte, die euer Leben irgendwie beeinflusst hat. Ich habe dich versucht, ein bisschen anders hinzusetzen, weil ihr das doch gerne kuscheliger wolltet. Wir haben die Hashtag mit dem Hashtag Tolino Story Days, bei dem ihr euch sozusagen jetzt auch eure Lieblingsgeschichte vornehmen könnt und uns erzählen könnt. Und wir können dann über den Hashtag verfolgen, was ihr uns da sagt. Ihr könnt aber auch in den Chat schreiben jederzeit und uns die Geschichte erzählen, die euch am meisten begeistert. Ja, dann bleibe ich einfach drauf. Und den ganzen Abend über könnt ihr auch Fragen in den Chat schreiben und mit uns kommunizieren. Wir lesen das dann alles und können auch darauf eingehen. Und es wird auch ganz viele Gewinnspiele geben, an denen ihr teilnehmen könnt. Und da ich natürlich nicht alleine durch den Abend moderiere, sondern auch noch das Team von Tolino da habe, darf ich jetzt die liebe Julia Boulanger auf die Bühne bitten. Die wird mich heute ein bisschen unterstützen. Da ist sie auch schon. Hallo, liebe Julia. Hallo. Erstmal, jetzt sieht man auch noch mal kurz das schöne Setup. Wir haben nämlich auch noch ein paar Bücher aufgebaut von den ganzen Autoren und Autorinnen, die da sein werden. Ich weiß nicht, auf welche Acts du dich am meisten freust. Ich freue mich wahnsinnig auf Cornelia Funke. Die wird heute schon da sein. Wir haben morgen noch Markus Heitz da. Katrin Ilz freue ich mich sehr drauf heute. Hast du so einen liebsten Act? Also heute Abend muss ich sagen, ich freue mich sehr auf Arne Strobel, aber auch auf Romy Hausmann und natürlich auch, wie du sagst, Katrin Ilz, mit, die man ja durch die SP, also unsere Self-Publishing-Kollegen und Kolleginnen, sehr gut kennt. Also es ist, ich freue mich auf die lange Lesenacht, es wird gemütlich. Genau, und gemütlich ist eine super Überleitung. Wir haben nämlich auch wunderschöne Ecken zum Hinsetzen. Ich würde sagen, wir machen das direkt mal. Sehr gerne. Und setzen uns auf die erste Ecke. Genau, man sieht ja schon, hier ist es wunderschön eingerichtet und du hattest ja wahnsinnig viel vorzubereiten bestimmt. Wie lief das alles ab? Du hast das Ganze ja so ein bisschen ins Leben gerufen. Wie war das für dich? Also es war ein sehr interessanter Prozess auch für mich, weil das ist so das erste Event, was wir als Tolino live auf die Bühne stellen. Sonst sind wir ja eher in kleinen Livestreams auf Instagram, da kennt man uns ja auch schon. Aber es ist das erste große Event und wir waren alle mega aufgeregt, freuen uns aber total, weil wir mit diesem Event unserer Community endlich mal wieder etwas zurückgeben können. Also die Geschichten, über die wir sonst immer reden und unseren Leserinnen und Lesern zur Verfügung stellen, können wir jetzt heute nochmal zum Anfassen wirklich nahebringen. Genau, das hast du sehr schön gesagt. Ich habe ja eben schon erzählt, dass ich so Den Namen des Windes als Geschichte hatte. Ich würde ohne das Buch vermutlich nicht hier sitzen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Das war bei mir so, dass es so meinen Blog losgetreten hat, dann mein Instagram-Account, dann habe ich selbst zu schreiben begonnen und jetzt sitze ich hier. Hast du so eine Geschichte, die dich sehr begeistert? Bei mir sind es tatsächlich sehr, sehr viele Geschichten, die mich so begeistern. Es fällt mir jetzt wirklich schwer, mich auf eine zu fokussieren. Ich glaube, meine große Leidenschaft für alles hat wirklich mit Herr der Ringe und der Hobbit angefangen. Ach, Fantasy. Ja, Fantasy, ganz genau. Genau, wir haben ja auch ein bisschen Fantasy da, auf jeden Fall heute wie morgen. Und was wir auch haben, wir haben ja so ein Talk-Format, das sieht man ja jetzt gerade ganz gut. Wir haben aber auch noch ein Listen-Format, es gibt so verschiedene Dinge eben. Wir haben morgen noch Workshops. Kannst du uns da noch so ein bisschen was erzählen, was uns da erwartet? Genau, also morgen in unserem Talk-Track wird es so sein, dass wir einen Hauptstream haben, in dem wirklich Gäste zu Besuch kommen, die entweder durch Annabelle, durch dich moderiert werden oder die auch was ganz Eigenes auf die Beine gestellt haben und uns auch so ein bisschen überraschen, was da so kommen könnte. Mhm. Und dann haben wir noch den Track Du, der wird sich wirklich komplett auf Workshops fokussieren. Da haben wir einen Do-It-Yourself-Workshop, dann einen Schreibworkshop mit dir und auch einen Self-Publishing-Workshop mit unseren Kolleginnen von Tolino Media.
Und was wir dann auch noch haben, das ist etwas ganz Besonderes, das wir so mal ausprobieren wollten und wir glauben, das ist auch eine schöne Sache. Das ist der Track Listen. Da kann man wirklich mal sich überlegen, okay, ich möchte vielleicht mal einen kleinen Moment von dem Bildschirm weg, vielleicht auch mal eine Runde spazieren gehen und nehme die Tolino Story Days mit auf meine Ohren und dann werden wir mit verschiedenen Podcasts, Live-Podcasts, auch nochmal die Geschichten mitnehmen, wo es gerade am besten passt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil zwei Freunde von mir den machen. Ich weiß nicht, ob ich schon spoilern darf, wer es ist, aber die sind auch sehr bekannt. Darf ich? Okay. Ja, klar. Es werden mich einmal Laura von Zeilen verliebt und der liebe Flo von Literarischer Nerd. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es sind auch auf jeden Fall Acts, auf die ich mich freue. Und nachher geht es ja direkt schon los, auch mit Cornelia Funke. Und die wird uns ja auch mehr über die dritte Drachenreihe, also den Drachenreiter Band 3 sozusagen, erzählen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Und du hast jetzt eben schon so gesagt, auf was du dich freust. Hast du so einen Act, auf den du dich heute Abend ganz besonders freust? Also heute Abend, ich glaube, das ist zu viel tatsächlich. Und auch so viele verschiedene Genres, da so ganz konkret einen herausbenennen, das wäre jetzt unfair. Das sind zu viele. Ja, okay, das kann ich verstehen. Und du hast jetzt gerade schon erwähnt, man kann spazieren gehen mit dem Listen-Format und wir haben Workshops. Die Zuschauenden, die jetzt heute da sind, wie finden die denn zu den verschiedenen Formaten? Weil Talk findet ja hier auf der Bühne statt, da habt ihr jetzt hoffentlich schon hingefunden. Und wie geht es zu den anderen? Genau, dafür schaut ihr am besten einfach mal unter diesen Livestream. Da seht ihr nämlich einmal das Programm. Und dort könnt ihr euch per Mausklick durch das Programm navigieren. Also wenn ihr dann auf den Listen-Track klickt, den ihr gerne hören möchtet, dann kommt ihr auch direkt dorthin und könnt den Geschichten und Abenteuern lauschen. Mhm, sehr schön. Also einfach einmal kurz nach unten scrollen, dann müsstet ihr es schon finden. Genau. Und ich habe eben auch angekündigt, es wird Gewinnspiele geben. Darüber werden wir natürlich jetzt im Laufe des Abends und auch morgen noch mehr sagen. Aber kannst du da schon was verraten? Ja, es wird verschiedene Überraschungen geben von verschiedenen Autoren und Autorinnen. Ich verrate jetzt noch nicht so viel. Aber nicht sehr spezifisch, aber ist okay. Ich verrate mal so viel, es sind Premium-Storyboxen. Das heißt, alle, die beim Newsletter-Gewinnspiel vielleicht schon mal eine Storybox gewonnen haben, können sich vorstellen, okay, es wird auf jeden Fall sehr lecker, aber es wird auch diesmal noch mehr Geschenke von den jeweiligen Autoren und Autorinnen haben. Zum Beispiel vielleicht ja auch bei Markus Heitz, eine Markus Heitz-Box. Vielleicht, wer weiß. Und in jeder Box ist da natürlich auch noch was sehr Tolino-spezifisches drin. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und was muss man machen, um daran teilzunehmen? Wir haben ja schon gesagt, es wird sehr interaktiv. Genau. Also wenn ihr mitmachen möchtet, dann müsst ihr genau aufpassen. Denn bei den Sessions, wo ihr eine Premium-Storybox gewinnen könnt, habt ihr die Möglichkeit, eine Gewinnspielfrage zu hören, die dann auch im Laufe der Session beantwortet wird. Und ihr schreibt dann einfach die Antwort in den Chat. Und wenn ihr gewonnen habt, erfahrt ihr das auch direkt am Ende der Session. Das klingt ja eigentlich gar nicht so schwer. Also einfach bei den Sessions gut zuhören sozusagen, die Gewinnspielfragen anhören und dann im Chat mitschreiben. Ihr könnt sowieso bei allen Sessions heute und in den nächsten Tagen immer reger am Chat teilnehmen. Ihr könnt Fragen stellen, das werden wir alles aufgreifen. Und wir haben aber auch Unterstützung bei den Gewinnspielen, denn es sind ja nicht nur wir beide hier. Und zwar darf ich die liebe Steffi auf die Bühne bitten. Die wird uns nämlich auch tatkräftig unterstützen. Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Gut geht's mir. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Also ich bin vor allen Dingen froh, aber da bin ich gar nicht alleine, die da so froh ist, dass es jetzt losgeht. Denn wir hatten ja schon einen Countdown auf unserer Seite, bevor der Livestream gestartet ist und da war der Chat schon voll. Du hast gerade dazu aufgerufen, da rege drin rumzuschreiben und das wird auch gemacht. Jetzt schon, sehr schön. Das kann euch auf jeden Fall schon mal mitteilen, denn hier wird sich darüber ausgetauscht, über Buchempfehlungen. Also wir haben Leute aus Hamburg dabei, aber auch ganz aus dem Süden. Also wir sind sehr national auf jeden Fall aufgestellt. Es sind sehr viele im Chat und sehr rege. Und es freuen sich viele auf Cornelia Funke. Genau, und ich glaube auch bei den Gewinnspielen werden wir eine rege Beteiligung haben. Und ich freue mich, dass ich die Glücksfee sein darf. Ja, auf jeden Fall. Du wirst das bestimmt ganz wundervoll machen. Jetzt hat Julia eben schon gesagt, dass sie sich gar nicht so richtig entscheiden kann, auf was sie sich heute freut. Hast du denn so einen Act, auf den du dich heute oder morgen ganz besonders freust? Ja, ich glaube, da geht es mir auch so wie vielen im Chat, die jetzt schon den Kaffee kochen.
Denn Arno Strobel, unser letzter Act heute, auf den freue ich mich auch schon besonders. Aber auch da muss ich Julia zustimmen. Es ist wirklich, also das ist ein Line-up. Da so richtig entscheiden möchte man sich nicht, aber es lohnt sich, lange wach zu bleiben. Das können wir auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall. Was ich auch auf jeden Fall sagen kann, ihr müsst gar nicht so viel Kaffee kochen. Es geht nämlich eigentlich den ganzen Abend spannend weiter bis zu Arno Strobel. Also ich hoffe, ihr werdet nicht müde. Wir haben genug Programm, um euch wach zu halten, auf jeden Fall. Genau. Wie sah denn für dich, liebe Steffi, die Vorbereitung aus? Oh, das war natürlich sehr spannend. Also wir haben ja sehr lange an dem Programm auch gearbeitet und haben natürlich geguckt, dass wir möglichst breit und facettenreich uns aufstellen. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Wir haben ja auch den einen oder anderen Wunschslot vergeben, um wirklich in die Community hineinzuhorchen, was ja auch die nächsten beiden Tage so ein bisschen meine Aufgabe sein wird, da das Ohr reinzuhaben und die Fragen, die ihr stellt, hier mit in die Runden reinzugeben. Und genau, ich hoffe, es ist uns gelungen. Auch da gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr euch abgeholt fühlt von dem Programm. Ja, und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich freue mich, dass ich auch sehr viel zugucken darf. Mhm. Und kamen denn im Chat jetzt schon irgendwelche Fragen oder kannst du schon so ein Stimmungsbild ablesen, jetzt abgesehen von Arno Strobel? Was Vorfreude. Vorfreude ist sehr, sehr gut, ja. Das haben wir, glaube ich, alle. Es ist ein Festival der Vorfreude im Chat. Und ich glaube, genau, Cornelia Funke ist etwas, auf das sich viel gefreut wird. Und ja, es werden... Bremen ist dabei, Nürnberg ist dabei und genau, es wird fleißig Kaffee gekocht, aber genau, es bleibt spannend. Ihr bleibt einfach im Stream und dann geht das mit dem Wachbleiben von ganz alleine. Auf jeden Fall. Auf Cornelia Funke müsst ihr ja auch gar nicht so lange warten, die ist ja schon relativ früh da. Wie war das denn bei euch beiden? Wie war die Auswahl? Wer durfte heute kommen? Wie habt ihr entschieden? Das ist ja bestimmt wahnsinnig schwer auszuwählen. Ich weiß, dass ein paar Tolino-Bestseller auch dabei sind, das hat bestimmt eine Rolle gespielt, aber wie war der Entscheidungsprozess? Also es war natürlich sehr umfangreich, weil es natürlich so viele wundervolle Autorinnen und Autorinnen gibt, die es eigentlich verdient hätten, jetzt heute entweder auf der virtuellen Bühne in der Lesenacht dabei zu sein oder natürlich morgen in den Sessions, da ist es extrem schwer gefallen. Wir mussten uns dann natürlich entscheiden, schweren Herzens, und haben da auch sehr stark darauf geachtet, was unsere Leser und Leserinnen denn interessiert. Also du hast gerade die Tolino-Bestseller schon erwähnt. Und wir haben viele Namen tatsächlich im Programm, die regelmäßig auf den Bestsellerlisten von Tolino draufstehen, wie jetzt beispielsweise morgen Katharina Fuchs oder auch Peter Prange. Also auf die beiden bin ich auch schon sehr gespannt, vor allem weil das so ein, das ist ja, geht ja eine ganz andere Richtung als bei mir, es sind so historische Romane, da bin ich gar nicht so belesen. Also wir haben auch einen wilden Genre-Mix heute, wir haben wirklich von Romantik über Spannung, wir haben jetzt gleich Cornelia Funke mit dem Kinderbuch, wir haben super viel dabei. Habt ihr so ein liebstes Genre, das ihr lest? Tja, das geht bei mir in Richtung Kinderbuch, gerade dadurch, dass ich eine Tochter habe und das entdecke ich gerade für mich nochmal komplett neu und ich finde, das ist so schön, gerade auch bei Cornelia Funke, weil da jeder unterhalten wird. Ne? Das ist nicht nur was für die Kleinen, sondern man liest das gemeinsam und man taucht da in diese Welt ein. Und da ich nicht so viel Zeit habe, für mich selber was zu lesen, bin ich sehr froh, dass es gute Kinderliteratur gibt, die mich auch unterhält. Genau, da ist so gerade mein persönlicher Fokus. Ich habe ja eben angesprochen, dass es so super viele Dinge gibt, die Geschichten eigentlich verbinden, dass man auch Dinge lernt. Hast du das dann auch oft bei Kindergeschichten? Weil oft werden da ja Botschaften dann doch recht klar verpackt. Ja, ich finde, es gibt eine sehr spannende Entwicklung, was das Thema Diversität anbelangt. Mhm. Das war lange gar kein Thema in Kinderbüchern. Das wird jetzt viel adressiert und es werden klare Formulierungen auch in Richtung Sexualität und so getroffen. Da gibt es eine ganz neue Offenheit, nicht mehr so viele Tabuthemen. Und ich spüre schon bei meiner Tochter auch, dass das einen Einfluss auf sie hat. Mhm. Also, dass sie viel unbefangener ist, als ich vielleicht in dem Alter noch gewesen wäre. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe, eine schöne Aufgabe, die Literatur hat und Bücher im Allgemeinen, das sich selber auch über fiktive Geschichten zu bilden im Miteinander, im Täglichen. Das finde ich ist wichtig und es gelingt oft sehr gut. Ja. Und hast du da auch so ein Lieblingsbuch, so eins, was du nennen kannst? Ich hatte ja vorhin schon den Chat gefragt. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon Antworten von euch kamen. Ihr könnt sie immer noch gerne schreiben. Ja, das ist tatsächlich aktuell ein Bilderbuch. Überall sind Posts. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Sehr lustig, ist für die ganze Familie was zum Lachen. Über was? Überall sind Posts. Okay, habe ich doch richtig verstanden. Ja, ja. Also hat sie wirklich Posts gesagt? Ja, hat sie sehr hat schön. Gesagt. Ja, vielleicht sollte ich doch mehr Kinderbücher lesen, wer weiß. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wie ist das bei dir? Hast du
dein liebstes Genre? Ja, tatsächlich. Also ich bin sehr, sehr tief in der Fantasy verwurzelt, von klein auf, aber es hat Fantasy in verschiedensten Ausformungen, also Cornelia Funke, Markus Heitz sehr viel, aber auch Bernhard Hennen und also wirklich die ganze Fantasy einmal durch. Und ich merke jetzt, in den letzten 2, 3 Jahren geht es bei mir auch so in Richtung Krimi und Thriller. Also da, das Genre habe ich jetzt auch so für mich das entdeckt. Hast du ungefähr alles genannt, was wir heute hier haben. Das ja, ist großartig. Eigentlich mein Festival. Total. Und du liest ja bestimmt auch so viel auf dem Tolino so unterwegs. Aber wir haben ja jetzt hier schon gesagt, hier stehen auch sehr, sehr viele Printbücher. Es lässt sich ja auch beides sehr, sehr gut kombinieren. Und ich finde, was ich an Tolino persönlich immer mochte, war, dass es nicht so als, das ist die eine Alternative zum Print gehandelt wurde, sondern dass man beides sehr, sehr gut vereinen kann. Was Ganz bedeutet genau. das für dich? Also es bedeutet für mich eigentlich genau das, was du auch gerade sagst. Es ist für mich wirklich eine symbiotische Beziehung aus Print und E-Book, weil es ist einfach, natürlich ist es schön, ein Hardcover in der Hand zu halten und auf der Couch sich hinzumummeln und zu lesen, aber es ist auch genauso schön, sich zu denken, okay, ich habe jetzt in der einen Armbeuge meine Katze liegen und in der anderen halte ich mit einer Hand den Tolino. Es hat beides echt seine Vorteile und ich genieße es sehr. Ich habe sogar zwei Wie Katzen. Wie hältst du dann den Tolino? Es ist schwierig, wenn sie auf beiden Armen liegen. Ich würde sagen, es wird auf jeden Fall eine Muskelkater geben. Ich habe keine Haustiere und kann dann quasi Print und E-Reader Du kannst, zeitgleich in beiden lesen. Ja, das ist auch so ein Ding, so Katzen und Büchermenschen, irgendwie ist das, ich weiß das, nicht, das ist ob ihr Haustiere habt, aber es ist tatsächlich, ich bin mit meiner Haustierlosigkeit und den vollen Bücherregalen sehr alleine, merke ich schon. Geht das bei, ist das bei dir genauso? Ja, also die Bücherregale sind voll und ein Kind reicht, da braucht man gar kein Tier. Dann liegt das Kind bei dir im Arm. Das ist auch ein bisschen schwerer vermutlich als so eine Katze, nehme ich an. Ja. Das, also ich hoffe es für die Katze, für die Gesundheit der Katze, dass mein Kind schwerer ist, ja. Mhm, ja, und für die Gesundheit des Kindes eigentlich auch. Also so eine beidseitige Beziehung. Genau, und wir haben jetzt ja, man sieht ja jetzt gerade das Studio nochmal ganz gut, wir haben ja auch sehr viele gemütliche Ecken hier. Wo lest ihr denn am liebsten? Oh, ich glaube, ich lese wirklich am liebsten auf der Couch. Mhm. Da kann ich mich so, wir haben so eine schöne Eckcouch, da kann ich mich wirklich in die Ecke so reinmummeln und dann die Decke über mich drüber und dann ab in die Geschichte. Also es ist so, ich lese auch manchmal im Bett, aber die Couch ist so wirklich mein Lieblingsleseort. Und bei dir vermutlich dann das Kinderbett, das Kinderbett, wenn du dann vorlesen darfst richtig, quasi. So ist es. Jeden Abend mindestens 2 Geschichten. Manchmal wird mir ein drittes Buch aus den Rippen geleiert. Aber ja, das muss sein. Das ist ein Ritual und das ist die schönste Zeit des Tages fast, finde ich. Ja, sehr schön. Ist ja dann eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zum Tolino. Da ist wenigstens beleuchtet. Ich weiß nicht, mit dem schummrigen Licht ist nicht so gut für die Augen. Aber ich nehme an, gibt es denn für Tolino, also Kinderbücher gibt es offensichtlich, aber wie sieht das da aus mit den Illustrationen? Ist das alles möglich? Also es ist prinzipiell möglich. Es ist natürlich, da muss man einfach so ehrlich sein, es ist auf dem Tolino nicht so schön, ein Kinderbuch mit den Illustrationen zu sehen wie in dem Großen. Das ist ja, liegt auch allein schon am Format, was man da natürlich hat. Das ist ein Kinderbuch, sind je nach Alter des Kindes, sind die ja relativ groß. Aber gerade wenn die Kinder älter werden und es nur noch so kleine Illustrationen sind, jetzt zum Beispiel beim Kapitelanfang oder sowas, da merkt man, das ist sehr schön. Also da kriegen wir auch sehr schönes Feedback von unseren Nutzerinnen und Nutzern, dass die wirklich sagen, ja, mein Kind hat jetzt den Tolino für sich entdeckt und schmückert jetzt die ganze Zeit. Also es ist wirklich sehr schön, das so mitzuerleben. Mhm. Und sie sind wasserdicht, die neuen zumindest. Das heißt, wenn die Kinder dann quasi ihre orale Phase haben, sie überleben das. Kinder stecken wirklich alles in den Mund. Wir haben gerade Kinder in den, im Freundeskreis. Mhm. Von daher eignet sich das ganz gut. Ich weiß nämlich, wir waren damals auf einer Messe, hast du mir nämlich diesen Tolino gezeigt und der steckte in so einem Wassertank drin und der steckte wie lange? Die gesamte Messezeit. Und am Ende nahm Julia ihn dann auch aus diesem, es war ein Aquarium eigentlich im Endeffekt, und nahm sie ihn raus und der funktionierte noch. Das war sehr beeindruckend für mich. Ich weiß nicht, ob euch schon mal Printbücher ins Wasser gefallen sind, mir ist das schon passiert. Und damit klappt es dann, glaube ich, ganz gut, also definitiv auch für die Badewanne geeignet. Ja, definitiv. Genau. Was ist denn, du willst gerade was sagen? Badewanne ist noch nicht gefallen, aber es wird auch rege im Chat weitergegeben, was die Lieblingsleseecken sind. Und da liegt auch Sofa und Bett ganz weit vorne. Also da sind wir in sehr guter Gesellschaft. Das ist gerade bei schlechtem Wetter und Herbstzeit, Winterzeit, Lesezeit. Also perfekt. Mhm. Genau.
passt auch eigentlich ganz gut, weil im Bett kann man sich ein Pyjama anziehen. Das machen wir nämlich. Wir machen ja auch noch eine Lesenacht. Das wird nachher gemütlicher. Ihr seht ja schon, da hinten haben wir es uns überall so ein bisschen gemütlich eingerichtet. Und ihr daheim habt es euch vielleicht auch schon ganz kuschelig gemacht, hoffe ich. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ja, wie ihr das heute macht. Ihr habt ja schon Kaffee gemacht. Das ist jetzt nicht so das Getränk, das ich mit abends assoziieren würde. Macht euch vielleicht einen Tee. Habt ihr da irgendwelche Sachen, die nicht fehlen dürfen beim Lesen, dass ihr jetzt sagt, Kakao. Das muss Kakao, ja. Der heiße Kakao, der muss sein. Auch im Sommer? Immer. Okay. Immer der heiße Kakao. Das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Hast du sowas auch? Nee, also da sind die Zähne ja schon geputzt, wenn wir ins Bett gehen. Deswegen darf da nichts mehr nebendran stehen. Aber auch hier Kakao kommt gut ist an. Auf jeden Fall das Go-To-Getränk. Sehr schön. Und aber wenn du im Urlaub bist, du hast jetzt immer nur so die Kinderbücher erwähnt, liest du dann noch irgendwie was anderes für ja, dich? Julie C. habe ich zuletzt gelesen. Das war natürlich toll. Das habe ich auch in einem Rutsch durchgelesen. Sie hat es auch in einem Rutsch geschrieben. Hat sie? Tatsächlich, ja. So während der Pandemie hat sie es so runtergeschrieben. Es geht ja auch um eine Frau in einer Werbeagentur, die sich auf dem Land ein Haus kauft, so Übersprungshandlung, um raus aus der Stadt zu kommen. Mhm. Und man merkt richtig, mit was für einem Elan sie das geschrieben hat. Und genauso habe ich es gelesen. Es ist auch spannend, dass man dann so über die Figuren, aber auch wieder eine Verbindung manchmal zu den Autorinnen findet. Und man hat dann ja auch viel Spaß daran, mehr darüber zu erfahren, wie Bücher entstanden sind, was so die Geschichte ist, was da zu Inspiration geführt hat. Und ich glaube, in den nächsten Tagen werden wir auch da sehr viel darüber erfahren können. Absolut, von unseren Gästen. Das wollte ich gerade sagen. Da sind ganz unterschiedliche Lebensgeschichten tatsächlich dabei von Leuten, die sehr spät angefangen haben zu schreiben und zeigen, dass es sowieso nie zu spät ist, das anzufangen, bis hin zu Leuten, die in jüngsten Jahren, das werden wir aber nachher noch hören, schon Schreibversuche gestartet haben, was ich total faszinierend finde. Wenn ihr jetzt beide tagtäglich von Geschichten umgeben seid und ihr lest beide viel, schreibt ihr auch? Ich habe es mal versucht. Da war ich so 14, 15 circa, da habe ich es mal versucht. Und die Geschichte hat doch irgendwie sehr an die Handlung von Herr der Ringe erinnert. Exakt. Ich habe es auch nie über Kapitel 5, glaube ich, hinaus geschafft. Aber beim Schreiben? Oder beim Schreiben. Okay. Also, also Herr der Ringe habe ich durchgelesen, aber bei meiner eigenen Geschichte ist es dann irgendwo in Kapitel 5 hängen geblieben und das war es dann auch. Ich finde, mit 14 ist das schon eine Leistung, zu sagen, man hat es bis Kapitel 5 geschafft. Ja, so ist mal ein kurzes Kapitel. Ja, das ist okay. Ich habe in dem Alter nur Pokémon geguckt, von daher ist es nicht verkehrt. Und hast du das schon mal versucht, so Kinderbuch Nein. für deine Kinder? Nee, tatsächlich nicht, aber ihr Papa ist Kinderbuchautor und Illustrator, deswegen die Seite ist abgedeckt. Das überlasse ich gerne Profis wie dir zum Beispiel. Das war ein schönes Kompliment. Wir reden heute nicht über meine Bücher, weil mir das immer unangenehm ist, also lassen wir das. Aber kamen denn im Chat noch irgendwelche Lieblingsgeschichten vorhin? Das würde mich noch interessieren. Ja, also Drachenreiter war auf jeden Fall das dabei. Das ist sehr, sehr passend. Ja, genau. Dann viel von, also es wird schon auf die Zwerge von Markus Heitz mit Feuereifer gewartet, auf jeden Fall. Und das Rad der Zeit wurde genannt, Flugbrecher, Drachenreiter, genau, also das Zigeunermädchen von Farina Eden, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also es ist auch ein schöner Ort der Inspiration, unser Chat. Wer für die kalten Monate noch auf der Suche ist, wird hier auf jeden Fall fündig, würde ich sagen. Mhm. Und ja, Fantasy und Romance liegt hier auf jeden Fall ganz weit vorne. Das klingt sehr, sehr schön und schön, dass auch Drachenreiter genannt wurde. Ich würde mich auch interessieren, ob ihr jetzt vielleicht schon den dritten Teil euch schon geschnappt habt, weil das ist ja auch schon eine Weile her, es liegt ja schon 20 Jahre zurück. Ich bin damals auch mit Cornelia Funke gestartet, die wilden Hühner vor allem und so. Ja. Habt ihr beide Funke gelesen? Nee, tatsächlich. In meiner eigenen Kindheit ist das an mir vorbeigegangen. Da waren Bücher an sich nicht so das Thema. Wir waren eher so bei Pippi Langstrumpf und solchen Geschichten. Aber Cornelia Funke habe ich spät entdeckt, aber bin froh, dass ich es noch entdeckt habe. Ja, und kannst du die Geschichten aber jetzt quasi vorlesen? Genau, also das fängt jetzt so langsam an, auf jeden Fall. Und ich freue mich auch schon drauf. Aber ich freue mich grundsätzlich auch schon drauf, Geschichten, die ich als Kind und Jugendliche gelesen habe, dann gemeinsam nochmal zu entdecken. Mhm. Das wird super. Auf jeden Fall. Und bei dir, du hast gerade schon so Ja, also ich habe gelesen habe ich Cornelia Funke nicht, als ich ein Kind war, aber die wilden Hühner habe ich gesehen und gehört auch. Und als ich dann
15, 16 war, habe ich dann mit der Tintenherz-Trilogie angefangen und die, ich glaube, in 3 Tagen alle 3 Bände durchgesuchtet. Okay. Also das war sehr intensiv dann. Ja, ich glaube, das ging den meisten so. Mhm. Und wir haben ja heute eine Pyjama-Lesenacht. Kannst du irgendwie den Zuschauenden sagen, wie sie sich heute da ideal darauf vorbereiten können, auf alles, was jetzt noch kommt? Also das Wichtigste ist, schmeißt euch in bequeme Klamotten. Am besten die weiteste Jogginghose, die ihr habt, die flauschigsten Socken und das bequemste Oberteil. Holt euch euren Kakao, euren warmen Kakao und die Kuscheldecke, macht es euch bequem und viel mehr könnt ihr für heute eigentlich nicht mehr tun. Holt euch vielleicht noch ein Wasser dazu, weil ihr habt jetzt schon so viel Kaffee gekocht, das ist nicht gesund. Das haben wir nämlich heute schon den ganzen Tag für euch getestet. Nehmt euch noch ein Glas Wasser dazu, Kakao und Kaffee dazu. Hast du noch einen Tipp für alle Zuschauer und Zuschauerinnen? Ja, bleibt im Chat so aktiv wie jetzt, weil das macht jetzt schon wahnsinnig viel Spaß, euch hier zu verfolgen. Und auch hier nochmal die Fragen, die ihr an unsere Autorinnen stellen wollt, schreibt die hier rein, damit ich sie weitergeben kann. Genau, Stefanie ist nämlich heute eure Stimme sozusagen und sie wird immer wieder quasi auch auf die Bühne geholt werden von mir und kann dann eure Sachen vorlesen. Also sie ist quasi meine Augen und Ohren, kann man das so sagen, schon so ein bisschen. Ist das, ja. Ich werde dich also die ganze Zeit nerven. Dass was für eine Verantwortung für mich. Ja, tatsächlich, aber auch eine Verantwortung an euch alle, dass ihr fleißig mitmacht. Ja. Sonst wird es hier für mich sehr einsam, denn es ist ja eine digitale Lesenacht und Lesenächte gerade digital leben einfach von Interaktionen. Deshalb wäre es sehr, sehr schön, wenn ihr einfach rege da bleibt. Es lohnt sich auch. Du hast ja eben schon die sehr ominösen Boxen mit Tolino-haftigen Inhalten angekündigt. Morgen wird es konkreter. Morgen wird es konkreter, okay. Aber es wird nachher, darf ich auch schon was verraten. Ja. Aber mein Highlight-Gewinnspiel, das mich ein bisschen böse macht, dass ich hier sitze, weil ich nicht im Gewinnspiel teilnehmen kann, tatsächlich. Wirklich, das wird sehr, sehr gut. Und ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, bevor wir gleich schon zu unserem ersten Gast kommen? Eine Sache habe ich. Genießt diesen Abend, habt richtig, richtig viel Spaß und seid natürlich morgen früh auch wieder dabei. Wir sind's nämlich. Ich meine, wir müssen auch, aber ja, wir haben auf jeden Fall dann auch genauso viel Kaffee wie ihr und werden einfach morgen auch wieder motiviert hier sein. Aber an morgen denken wir noch gar nicht. Wir haben noch einen ganzen Abend vor uns mit wundervollen Lesungen und Gästen. Und ich bedanke mich schon mal bei euch beiden, dass ihr da wart. Dich werde ich ja heute noch häufiger zu sehen bekommen. So ist das. Und dich sehe ich dann irgendwo so aus dem Off auch nochmal. Genau. Genau, vielen, vielen Dank, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt. Behalte den Chat im Auge, guckt, dass alle brav bleiben und aktiv. Benehmt euch. Genau. Ich sehe alles. Ja, tatsächlich. Und sie leitet mir auch alles weiter. Ja, und genau. Ich habe hier ein Mikro. Ich könnte sehr, sehr laute Dinge tun, die euch dann auch was ich nicht tun werde. Genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch beide. Und dann sehen wir uns gleich schon mit unserem ersten Talkgast.